Willkommen zurück zur Karriere mit Werder Bremen. Gar nicht nachvollziehen, was wir hier für eine Nachricht jetzt gleich zum Anfang dieser Folge sehen. Unsere Ziele sind gefährdet. Wie bereits zu Beginn der Saison besprochen, ist das Stärken unserer Marke ein wichtiges Ziel für den Verein. Derzeit scheint dieses Ziel gefährdet. Bitte behalten Sie die spezifischen Ziele im Auge, die wir Ihnen gesetzt haben, und tun Sie alles, um diese zu erreichen. Da bin ich aber gespannt, wieso sind die gefährdet? Okay, wir haben keinen Stürmer verpflichtet. Hohe Priorität. Erziele zwei Saisons einen Profit von 3 Millionen aus Naxos-Spielern. Okay, das ist irgendwie auch, glaube ich, nicht so richtig. Das haben wir. Bundesliga-UEFA-Platz. Wir sind aktuell Erster. Ja, also gut. Wir hätten jetzt irgendwie einen Stürmer verpflichten sollen. Und ja, 3 Millionen aus Verkaufen von Nachwuchsspielern. Naja, gut. Okay. Also man ist nicht hundertprozentig zufrieden mit uns. Ja. Wir müssen uns also mehr ins Zeug legen. Oh, Matzen mit einem A, Agume mit einem A und Agume schafft die 71. Das ist schön. Das finde ich sehr, sehr gut. Wir müssen jetzt in der Liga gegen Schalke spielen. Wir gucken mal, wo Schalke sich denn in der Tabelle findet. Oh, 9. Okay, also auch mehr so, ich sag mal, unter ferner liefen. Mit dem Abstieg wird man wohl nichts mehr zu tun haben. Wir gucken mal auf Nürnberg. Nürnberg auch wieder nur einen einzigen Punkt. Immer noch. Das ist natürlich bitter. Gucken mal, können wir die Spiele hier nochmal sehen, die wir hatten. Also auch egal. Wir gehen jetzt hier einfach weiter. So, gegen Schalke. In der Tabelle Dortmund schiebt sich auf Platz 2, hat aber auch ein... Oh, da hat sich schon wieder was getan. Monatliches Update. Trainingsverletzungen. Jiří Pavlenka, Muskelriss in der Wade. Nach der ersten Einschätzung unseres Ärztestabs wird er für 3 Monate ausfallen. Na, herzlichen Glückwunsch. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist natürlich nicht so gut, aber was wird's machen? Ist er ein Torwart? Ich glaube, er ist ein Torwart, ne? Ja. Vielleicht müssen wir den sogar hochholen. Ach so. Das ist ja Scouting-Update. Ach, bin ich bescheuert. Wir gucken natürlich hier, dass wir die Besten uns nur anschaffen. Das sieht aber nicht so aus, als wenn das so wäre. Nix dabei so richtig. Ja, das ist ja mal ein bisschen doof. Wir gucken mal. Wir haben, glaube ich, jetzt auch wirklich nur einen Torhüter. Da macht es ja Sinn, dass wir in der Tat einmal eben hier schauen. Was haben wir denn hier am Start? Linke Flanke. Van de Velde. Ja, Gillis Willems. Ne, Gillis Willems könnte jemand sein. Oder sonst er hier. Lukas van Damme. Nehmen wir ihn. Wenn es Profi übernehmen. Dann haben wir ihn. Platte Föth. Lassen wir einfach mal Platte Föth sein. So, Jiří Pavlenka fällt also aus. Problem selbst beheben und Änderung speichern. Dann kann sich jetzt auf jeden Fall Cabral auf eine Menge Einsatzzeit freuen. So, das speichern wir mal eben. Oh Mann, ey, 3 Monate, ey. Und das jetzt hier in der Endphase der Bundesliga. Das ist nicht gut. Wir hatten immer eine 86 gehabt. Also kein schlechter Torhüter, der Jiri. So, ich denke mal, wir spielen mal wieder in Schwarz, würde ich mal sagen. So, wir gucken. Innenverteidigung, Ayer, Platz. Müssen wir ein bisschen vorausschauend spielen. Ampadu soll fit werden für Tottenham. Bednarek eigentlich auch. Haben wir hier was Innenverteidiger-Technisches? Riedmann haben wir. Jetzt bringen wir da nochmal Acosta. Der hat das ja nicht schlecht gelöst. Wo der auch jetzt nicht gerade fit ist. Gabriel ist fit. Muss mal gucken hier. Guck mal, Ludde, den könnten wir jetzt schon dafür... Ach, Matzen auch platt. Mann. Ja, Rashica würde ich eigentlich schon ganz gerne... aufsparen, dann bringen wir dafür Amutsu. Und Gummy ist fit. K
kann er auch Innenverteidiger? Nein, kann er nicht. Kann denn hier irgendjemand Innenverteidiger spielen? Guck einfach mal eben so stumpf durch. Matzen halt. Na gut, wenn wir jetzt Matzen bringen. Für Bednarek. Haben wir da zumindest eine 70er Abwehr. Acosta. Riegmann. Juka hat das, das echt gut gemacht. In der Verteidigung. Aber ich sehe schon, wir werden hier wohl Miyoshi mal von Anfang an rausschicken. Foden, ich weiß nicht. Almada hat jetzt eine 78, den können wir auf jeden Fall mitnehmen. Haben wir noch was im zentralen Mittelfeld? Sind sie alle platt? Mwappa. 62, na gut, wir nehmen ihn mal mit. Wir können auch eher Möwald statt Foden bringen. Jo. Nebliges Wetter. 6 Minuten. Wir müssen Sieg einfahren. Ich habe jetzt leider wieder vergessen, auf die Tabelle zu gucken, was sich da verschoben hat. Aber wir gehen mal davon aus, dass wir weiterhin erstmal 3 Punkte Vorsprung haben. So, basierend auf den jüngsten Spielleistungen, Abwehr Bronze. Also, da meint FIFA, wir sind nicht so richtig gut. Und in manchen Spielen stimme ich FIFA da sogar zu. Aber wir gehen jetzt hier gegen Schalke erstmal mit unserem Standard-Skill rein. Wunderschönes Stadion, bis auf den letzten Platz. Vollgepropft mit Fans. Irgendwo ist auch die Werder-Ecke. Da oben rechts war sie eben. So, wir gehen sofort rein. Wir gehen sofort rein. Eindeutiges Zeichen, Leute. Yoshi von Anfang an dabei. Benito Raman. Im Zweikampf mit Klaasen. Immer noch Raman. Klaasen. Und Yoshi, was macht er denn? Also irgendwie hat Yoshi da Probleme, den Ball immer anzunehmen, wie es aussieht. Gummy. Möwal. Oh. Möwal hier mit der ersten Aktion. Brahim. Ah, nicht gut gelöst von Gami. McKenny. Ui, faul, wird Vorteil gepfiffen. Yoshi. Ball immer noch nicht aus. Das war aber jetzt gefährlich aus, oder? Laborde. Matzen, unser Innenverteidiger heute. Adarabayo, Gami. Schön. Miyoshi in der Mitte. Miyoshi! Da ist er manchmal zu schnell. Oh! Wattenkopfball von Miyoshi, aber der Torsensor ist nicht ausgeschlagen. Also bleibt es hier beim 0:0. Kein Tor. Und jetzt wieder. Oben Schalke. Läuft viel oben über die linke Seite. Oh, jetzt sind sie durch. Laborde. Flanke wird reinkommen. Matzen. Und Cabral hat den Ball. Endlich schön die Seite gewechselt. Möwald.
auf Umutsu, Umutsu, Miyoshi. Und Miyoshi macht das Tor, auch wenn er da wieder irgendwelche Stoppprobleme hatte. Er will ihn anscheinend nicht, Volley nehmen, aber er macht hier das Tor. Lässt sich feiern. Heute von Anfang an. Koji Miyoshi. Schön von Amuzo. Dann lässt er den Ball die ganze Ecke noch auf sich zurollen, bis er irgendwie schießt. Er hätte schon viel eher schießen können. Aber er hat das Tor gemacht. Koji Miyoshi mit einem breiten Grinsen freut sich, dass er hier heute den Vorzug erhalten hat. Maximovic. Und wieder Foul. Alles noch im Rahmen. Keine Karte. Eggestein. Und kommt Breim daran. Breim erkämpft sich den Ball. Wow. Da fliegt Miyoshi da durch den Strafraum. Möwald. Miyoshi kommt nicht an den Ball. Ich wäre fast geneigt, dass wir auch Eggestein rausnehmen, weil der hier schon sehr, sehr wichtige Aktionen macht. Und ich glaube, dann würde er in der Champions League fehlen. Jetzt mal gucken, wie wir das machen. Möwald. Schön Flanke gewechselt. Gami. Boah. Ja, da vorne klappt es irgendwie noch nicht so richtig mit der Abstimmung. Jetzt ganz schneller Angriff. Ah, Madsen macht das hier super. Was war das denn für ein Pass, Mann? Er sollte dann nach oben spielen. Ach, ärgerlich. Umutsu. Boah, Fallrückzieher von Brahim. Allerdings geht er ungefährlich neben das Tor. Aber den musst du erstmal so kriegen. Auf jeden Fall 10 Applaus. Auch wenn es letztendlich nicht gefährlich wurde. Foul gepfiffen für Werder. So. Möwald. Der hat ja einen guten Schuss. Versucht hier auch mal auszupacken. Nochmal. Und Fährmann muss sich da schon strecken. Kevin Möwald. Nicht viele Einsätze gehabt in dieser Season. Aber wenn ich so an ihn denke, dann immer, dass er ein guter Distanzschütze ist. Madsen! Oh, Ball, Schuss wie ein Strich. Leider kam da nicht viel bei rum. Ich fände es jetzt ja gut, wenn wir das 2-0 machen. Denn wir hier ein bisschen Ruhe im Karton. Brahim wird geblockt. Miyoshi, Tor! Aber abseits. Hätte ich jetzt so gar nicht gesehen, dass abseits ist. Aber es wird wohl schon stimmen. Hier eigentlich Hand. Ja gut, dann ist abseits. Dann ist abseits. Nicht viel. Aber abseits. Und nichtsdestotrotz musst du so ein Tor dann auch erstmal machen. Aus so einem Winkel. Auch wenn es leider nicht zählt. Jo, sehr gut. Gami. Nochmal Gami. Ja, immer wird Miyoshi gesucht, das finde ich gut. Versucht sie auch immer anspielbereit zu machen. Und wieder oben. Raman ist durch. Jetzt Vorsicht.
Aber Cabral zur Stelle. Und damit ist auch die erste Halbzeit zu Ende. Wir gehen also mit einer 1-0-Führung in die Kabine. So, ich werde jetzt umstellen. Ich werde jetzt auf jeden Fall wechseln. Ich brauche Eggestein gegen Tottenham. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, Egge geht raus. Ja, von mir aus können wir auch Foden dafür bringen. Jetzt hätte ich Mlapper gebracht. Ich glaube, bringen Möwald, Klaasen kann der auch ZTM. Auch einen, der mit der besten Defensive. Okay, Klaasen. Klaasen ein bisschen zurück. Vorne Brahim ist auch sehr, sehr platt. Würde ich sagen, bringen wir da mal vielleicht einen Lapper. Ist sehr schnell. Zwar nicht seine Position, aber wir müssen es einfach mal versuchen. Yoshi könnte notfalls auch. Nee, kann er nicht. Okay, wir bringen jetzt einfach mal einen Wappa. Bundesliga-Premiere für einen Wappa und Foden für Eggestein am Start. Da haben wir ihn auch schon. Großer Spieler auf jeden Fall. Oh, was für ein Fehlpass. Fehlpass Deluxe, würde ich ja mal sagen. Ja, dann spielt Lotte den Ball einfach mal aus. Ja, keine leichten Aufgaben momentan für Schalke. Immerhin kommen wir als Tabellenführer. Danach die Bayern auf der Liste. Das ist schwierig. Oh, Mlapper, schöne Einlage da. Da ist er nochmal Mlapper. Und Foul gepfiffen. So. Also Schalke hat noch alle Karten in der Hand. Hier steht nur 1-0. Yoshi. Umutsu! Umutsu! Und er heißt auch Amutsu! Aber er zeigt, dass er hier durchaus on point liefern kann. Schön gemacht auch vom Yoshi, der hier die Vorarbeit leistet und dann ein gutes Auge hatte für Amutsu. Und der bleibt cool. Und macht hier das 2-0. Das ist natürlich super. Keine Chance für Fährmann, der relativ mittig stehen bleibt. Ja, und er macht sein drittes Bundesliga-Tor. Wie gesagt, nicht viele Einsätze bekommen, weil aber auch einfach wir auf den Flügeln sehr, sehr gut besetzt sind. Und es kommen immer wieder neue junge Spieler dazu, wie jetzt auch Doku zum Beispiel. Oder ein Aliseda bzw. Barial, die jetzt so aufdrehen. Ganz gegen den Geschmack von Brahim, der ja unzufrieden ist mit seinen Einsatzzeiten. Und da geht's wieder los. Schön gesehen. Umutsu. Ah, und Davy Klaasen denkt sich auch einfach mal YOLO, einfach mal draufhalten, warum auch nicht. Jetzt wechselt Schalke aus, Laborde geht raus. Wer auch mal das ist, wir wissen es nicht. Wird bestimmt gleich eingeblendet. Mateta kommt. Der spielt auch normalerweise bei Mainz, wenn ich jetzt nicht ganz daneben liege. Oh, schön gemacht. Oh. Oh, was war das für ein geiles Ding vom Yoshi. Leider wieder irgendwie schussschwach. Mit dem Hacken sich selbst vorgelegt. Also Werder hier auch ein bisschen am Zaubern. Aber jetzt müssen wir wieder alle Augen auf die Defensivarbeit setzen.
Maximovic. Ja, relativ gut gestört. Yoshi verliert hier den Ball. Aber er gefällt mir heute. Macht genau das, was ich mir so vorgestellt habe. Mateta, der neue Mann. Technisch natürlich super. Ah, hängen geblieben leider. Ganz, ganz schnell geht es jetzt in die andere Richtung. Foden. Haben wir für ihn die Position gefunden als ZDM. Ah, was war das für ein Gammelpass, Mann. Schön gemacht. Gami. Und Mlapa zieht durch. Das war wohl leider nichts, Mlapa. Was auch immer er da für eine Chance kreiert hat, hat leider nicht geklappt. So, 75. Minute. So langsam geht es auch hier dem Ende entgegen. Schön gemacht. Cabral heute nicht großartig gefordert. Aber er zeigt, er kann sehr, sehr lange und weite Abstöße machen. Marco Rui. Maximovic. Schön gedacht vom Yoshi. Leider hat es nicht so geklappt. Auch wieder schön gedacht. Aber leider nicht gut ausgeführt. Schön gelöst hier gegen drei Werder-Spieler. Mlapa geht erstmal schön auf die Trainerbank zurück. Da kommt Möwald angetrabt. Oh! Aber auch wieder katastrophale Flanke von Schalke. Läuft nicht viel zusammen. Wieder wird Yoshi gesucht. Hat sich jetzt aber auch rumgesprochen, wie torgefährlich ist Maximovic. Vielleicht jetzt nochmal, aber Cabral. Und ich glaube abseits, ja abseits, so ist es. So, kein Wechsel mehr. Omar Mascarell kommt rein für Maximovic. Aber ich denke mal, zu dieser fortgeschrittenen Stunde können wir durchaus mal wagen zu prognostizieren, dass Werder hier gewinnen wird. Yoshi kommt leider wieder nicht ran. Mateta. Ja, bringt nochmal ein bisschen Technik-Skills rein hier, aber das wird wahrscheinlich nicht mehr großartig das Ergebnis beeinflussen. Vielleicht maximal noch ein Tor. Mateta. Carlos Eduardo. Mit dem Schuss, aber Cabral ist da. Und das war's. Das Spiel ist zu Ende. Werder gewinnt relativ souverän hier heute. Schöne Vorstellung. Wäre vielleicht sogar noch ein Tor mehr drin gewesen, aber ich will mich nicht beklagen. 2:0 ist ein gutes Ergebnis gegen Schalke, die letztendlich ja, sich geschlagen geben müssen. Das war's erstmal für diese Folge. Ich glaube, die nächste Folge müsste dann auch jetzt Tottenham kommen. Ich hoffe, dieser Sieg gibt unserem Team den notwendigen Boost, um das Rückspiel zu gewinnen. Wir haben 0-1 verloren auswärts. Jetzt geht es also um alles. Wir müssen auf jeden Fall gewinnen. Und müssen auch auf die Tore aufpassen, dass Tottenham kein Tor schießt. Seid dabei, drückt mit die Daumen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.